Ja, moin Leute, GlitchTV hat einen neuen Glitch für euch und heute zeige ich euch wieder die besten World Bridges im Patch 1.32. Als allererstes begebt ihr euch zu dieser Location. Das befindet sich an der Polizeistation, damit diesen Glitch könnt ihr natürlich in die Polizeistation. Und ja, ich habe den Glitch schon etwas eher aufgenommen, der wäre eigentlich schon eher gekommen, nur mir haben halt die World Bridges gefehlt, deshalb kommt das Video erst heute. War trotzdem geil, hier drin rumzulaufen. Also ich finde es auf jeden Fall mega nice. Der zweite Wallbridge befindet sich genau an dieser Location. Ist eigentlich auch richtig cool. Und ja, als allererstes klettert ihr auf diese Mauer drauf, nehmt eine Waffe, tut nach unten visieren und lauft ungefähr bis zu dieser Stelle. Und dann klettert ihr in dieses Fenster rein. Ist auf jeden Fall auch mega cool hier drinnen. Nur, ihr könnt auch rausschießen, aber nur an bestimmten Stellen. Das finde ich ein bisschen scheiße. Aber ist ja egal. Der dritte Wallbridge befindet sich an dieser Location. Das ist genau neben dem Apartment. Und als allererstes klettert ihr auf diese Wand. Und dann auf die Hecke. Und dann lehnt ihr euch an. Und tut immer anvisieren und immer nach rechts und links laufen. Das klappt nicht immer. Also ich habe jetzt hier ein bisschen vorgespult. Weil sonst hätte das ein bisschen zu lang gedauert. Ich habe es dann auch endlich geschafft. Und ihr könnt auch rausschießen. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Ich zeige euch noch kurz einen kleinen Ausschnitt, wie ich hier rausballer. Wir sehen uns gleich beim vierten Wallbridge. Den vierten Wallbridge, Jungs, den habe ich gerade selber rausgefunden. Ich habe gerade meinen Phönix verkauft. Und dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und genau an dieser Location befindet er sich. Es ist mega schwer, da reinzukommen. Ich habe 13 Minuten und 45 Sekunden gebraucht, um hier reinzukommen. Ist zwar unvorstellbar, aber wirklich wahr. Also hier seht ihr es, Jungs. Es ist einfach hammergeil. Ich liebe diesen Wallbridge. Ich habe ihn sogar selber rausgefunden. Ich will mich nicht pushen. Aber trotzdem, ihr könnt sogar rausschießen. Es ist mega geil. Ihr könnt die Online-Spieler so hart abfacken, wenn sie ihre Autos verkaufen. Und hier zeige ich euch auch nochmal einen kleinen Ausschnitt, wie ich rausgeschossen habe. Ich fühle mich gerade so gehypt. Kommen wir zum fünften Wallbridge. Der befindet sich an dieser Location, wo das Haus mit dem UFO ist. Das könnt ihr leider im Video nicht sehen. Und ja, ihr klettert einfach auf die Motorhaube von eurem Auto und klettert in diese Wand rein. Aber ihr könnt leider nicht rausschießen, ihr könnt nur da rausschießen, wo ihr reingeklettert seid. Aber ist ja nicht schlimm, Hauptsache man hat einen Wallbridge. Und so, wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst ein Like da. Tschüssi.